Über 10.000 Besucher erlebten die jüngste Auflage der Nacht der Technik bei der Handwerkskammer Koblenz. Eine unter ihnen ist Lotte. Oh, hi. Ich bin die Lotte aus Ransbach-Baumbach, aus dem Westerwald. Und ich bin Besucherin der Nacht der Technik und ich schaue mich jetzt hier mal ein bisschen um. Die Nacht der Technik, das Großevent bei der Handwerkskammer Koblenz, fand in diesem Jahr zum 8. Mal statt. Und das mit neuem Besucherrekord. 10.000 Gäste aus ganz Rheinland-Pfalz und den benachbarten Bundesländern erlebten eine gelungene Mischung aus Unterhaltung, Information und Handwerk zum Anfassen und Ausprobieren. Über 100 Programmpunkte luden in die Bildungszentren der Handwerkskammer ein, die von Samstagnachmittag 13 Uhr bis 1 Uhr nachts offen standen. Vorträge entführten ins Weltall oder in physikalische Prozesse, die mit viel Humor und Effekten anschaulich erklärt wurden. Lebendiges Handwerk ganz nah faszinierte junge und auch ältere Besucher. Von der Lasershow bis zur lebenden Werkstatt der Schweißer, Goldschmiede, Maler, Maurer, Konditoren oder Elektriker bot die 8. Nacht der Technik für alle etwas. Ein Besuchermagnet, der Kfz-Bereich, in dem nicht nur ein Formel-1-Rennwagen die Besucherherzen höher schlagen ließ, sondern auch ein historischer Rennwagen seine Fans fand. Guten Tag, ich hätte mal ein paar Fragen zu diesem Auto, weil das war jetzt ziemlich laut. Also was ist das denn für ein Auto? So die Information? Das ist ein Ford GT40 aus den 60er Jahren, genau genommen 1965 und fährt heute noch bei historischen Rennen vorne mit. Oh, das hört sich ja interessant an, weil das ist wahrscheinlich auch ein ziemlich schneller Wagen, oder? Sehr schnell, also mitführend in der damaligen Zeit, so wie heute auch in seiner Klasse und über Gesamtfeld gesehen mit in der Spitzenposition. Das hört sich ja interessant an. Dankeschön. Gerne. Vom historischen Rennwagen über Formel-1-Fahrzeuge hin zu Flugzeugen und Raumschiffen. Die Luft- und Raumfahrt war Schwerpunktthema dieser Nacht der Technik und bot nicht nur hochkarätige Technik, sondern auch Wissenschaftler und Forscher, die sie verständlich erklären konnten. Mit dabei Dr. Sigmund Jähn, der erste Deutsche im Weltall. 1978 startete Jähn mit einer Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in eine Erdumlaufbahn und umkreiste 7 Tage den Heimatplaneten. Ein Ereignis, das nicht vergessen ist und bis heute die Menschen fasziniert, auch auf der Nacht der Technik. Der Vortrag mit 20 Millionen PS ins All war bis auf den letzten Platz gefüllt. Ein Andrang wie zu allen Vorträgen dieses Großevents. Begeistert tauchten die Gäste ein in die Welt der Experimente und Erläuterungen. Und so freute sich auch Sigmund Jähn über den Publikumsansturm, den er bei seiner zweiten Teilnahme an der Nacht der Technik erlebte. Guten Tag, ich habe gehört, dass Sie eine sehr weite Anreise hierher haben. Wieso sind Sie hierher gekommen, schon zum zweiten Mal zur Nacht der Technik? Na, Koblenz ist sowieso eine Reise wert. So schlimm ist es ja nicht von Berlin heute mit den ICEs. Und ich war vor 2, 3 Jahren mal hier und hatte einen sehr guten Eindruck und bin gerne der Bitte nachgekommen, nochmal anzureisen. Okay, und sind Sie darüber verwundert, dass Sie immer noch so viele Leute kennen und Autogramme von Ihnen haben wollen, obwohl es schon so lange her ist? Muss ich sagen, ja, bin ich verwundert. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dem Flug ins All ging nicht nur ein jahrelanges Training voraus, sondern auch eine fliegerische Ausbildung. Sigmund Jähn war einst Pilot einer MiG-21. Ein Flugzeug, das als Simulator auf der Nacht der Technik gelandet war. Ein Originalbug mit Cockpit konnte von den jungen und jung gebliebenen Besuchern ausprobiert werden. Einmal im Überschalljet Platz nehmen und aus Sicht des Piloten die Technik erleben. Wo kann man das schon erleben, wenn nicht hier? Im Ausbildungsalltag ist es übrigens die Werkstatt der Kfz-Handwerker, die nun eine Nacht als Flugplatz tausende Gäste begeisterte. Richtig handwerklich anpacken und ausprobieren stand in den lebenden Werkstätten im Mittelpunkt. Ob Elektrotechnik, Metallbearbeitung, ob bei den Malern, Konditoren oder Straßenbauern. Es durfte alles ausprobiert werden, was natürlich bei den Besuchern gut ankam. Was guckst du dir denn da gerade an?
eine Kugelbahn. Und findest du das spannend, so wie das hier alles läuft? Ja. Was machst du denn da gerade? In Saturn malen. Und macht dir das Spaß? Ja. Was machst du nachher noch so alles hier? Ich glaube aber, es ist nach Hause gehen oder sonst noch was. Irgendwas, was die Mama noch geplant hat. Was machst du hier gerade? Also, ich bin gerade hier am Löten. Und macht das viel Spaß oder ist das dir zu viel Arbeit? Das macht sehr viel Spaß. Ebenfalls ein Highlight für Jung und Alt war die Lasershow. Lichteffekte, musikalisch unterlegt, verzauberten und zeigten, was mit der richtigen Technik alles möglich ist. Laser einmal anders. Das gab es im Werkstattbereich, wo der gebündelte Lichtstrahl Stahlplatten in Sekundenbruchteilen zerschneidet. Für die Besucher bot sich hier die seltene Gelegenheit, hinter die Technikkulissen zu schauen. Von der Programmierung der Maschine bis zum fertigen Metallobjekt konnte der Fertigungsprozess mitverfolgt werden. Umfangreiche Erläuterungen der Experten inklusive. Für gute Unterhaltung sorgten auch mehrere Musik-Live-Acts, wobei sich hier sogar Mitarbeiter der Handwerkskammer Koblenz und ihre Familien als Bandmitglieder in die Veranstaltung einbrachten und für gute Stimmung sorgten. Erstmals standen in der Nacht der Technik auch die Werkhallen des Bauzentrums offen. Dort, wo normalerweise Straßenbauer ausgebildet werden, konnten sich Besucher über neue Fertigungsverfahren im Baubereich informieren. Handwerklich, künstlerisch ging es bei den Goldschmieden zu, die jahrhundertealte Verfahren mit dem mythischen Material Gold vor Publikum demonstrierten. Über starken Andrang freuten sich auch die Konditoren. Moderne Bearbeitungsverfahren wie das Bedrucken von Nahrungsmitteln mit Lebensmittelfarbe wurden demonstriert, wie auch ein Schokobrunnen für leckere Verführungen sorgte. Die Nacht der Technik, das sind 12 Stunden Programm aus Unterhaltung und Information, organisiert durch die Handwerkskammer Koblenz und umgesetzt mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft. Die Besucher zeigten sich auch bei der 8. Auflage begeistert und tauchten ein in diese besondere Welt aus Technik, Experimenten und Vorträgen. Impressionen der Nacht der Technik 2013. Am 8. November 2014 heißt es dann: Willkommen zur 9. Nacht der Technik bei der Handwerkskammer Koblenz. Kommen, erleben, staunen, ausprobieren und eintauchen in die weite Welt des Handwerks. Die Nacht der Technik macht es möglich. Hallo, hier bin ich nochmal. Also wir waren jetzt 4 Stunden lang hier unterwegs und ich habe ganz viel gesehen. Alles konnte ich zwar nicht sehen, aber das, was ich gesehen habe, das hat mir sehr gut gefallen. Und wenn die Veranstaltung hier nächstes Jahr nochmal ist, dann komme ich auf jeden Fall wieder hierher. Danke, hat Spaß gemacht.